Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World News Video. Das Videomaterial, was ich in diesem Video euch zeige, ist natürlich wieder von Jurassic World Evolution, von dem YouTube-Kanal, hauptsächlich aus dem Developer-Livestream von gestern. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, checkt das auf jeden Fall ab. Und wir werden uns heute mal ein bisschen mit der Jurassic Tour sozusagen beschäftigen. Damit meine ich natürlich die neue Jurassic Tour, die mit dem DLC Return to Jurassic Park in das Spiel kommt. Die man aus dem Film kennt mit den schönen Ford Explorer, wo ja sogar einige die Befürchtung hatten, dass sie dann irgendwie doch nicht ins Spiel kommt. Aber man hat ihn ja eigentlich schon auf diesem Screenshot hier im Hintergrund gesehen. Deswegen war mir eigentlich klar, dass wir den Ford Explorer auf jeden Fall erwarten können. Und das Ganze hat sich natürlich jetzt bestätigt durch den Developer-Livestream. Im Livestream haben wir nämlich einiges an Material, wo man in dieser Tour mitfährt, wo man einige Informationen zu dieser Tour bekommt. Und genau das seht ihr jetzt hier schon im Hintergrund. Zu den Autos an sich kann ich euch schon mal sagen, die Autos werden immer wie im Film zu zweit unterwegs sein und man kann zwischen diesen Autos die Kameraperspektiven wechseln. In jedem Auto hat man drei Perspektiven oder drei Sitzplätze, das heißt man hat insgesamt sechs Sichten, aus der man dann aus dieser Tour die Dinosaurier beobachten kann. Im späteren Verlauf des Spiels kann man auch noch die Nachtsicht freischalten, die man ja auch aus dem Film kennt mit diesen ganz alten Nachtsichtgeräten, und dann kann man die Dinosaurier auch ohne Probleme bei Nacht beobachten. Die Ford Explorer an sich und das Interieur und alles ist natürlich sehr nah an den Film rangelegt. Finde ich sehr, sehr gut. Da wurde sehr viel auf Details geachtet. Und dass es möglichst nah am Originalfilm halt dran ist, finde ich mega nice. Genau das wünschen wir uns, ja. Ihr habt ja sicherlich schon hier beim Zuschauen bemerkt, dass man im Ford Explorer auf Schienen unterwegs ist. Vom Bauen her wird es so sein wie bei der jetzigen Jurassic Tour, die man ja schon kennt, nur dass halt statt nur dieser normalen Straße, die dann gebaut wird, noch Schienen einfach optisch angezeigt werden. Hier sieht man jetzt nochmal im Hintergrund die neuen Schilder, die man sozusagen als Deko-Objekte hat. Die kommen jetzt auch einfach nochmal zusätzlich mit in dieses Video, weil das sich gerade anbietet, weil die das in dem Livestream halt gerade gebaut haben. Ich finde es sehr, sehr schade, dass bis jetzt nur Schilder in das Spiel kommen und keine Bänke und Mülleimer und sowas, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass Bänke und Mülleimer so eine höhere Priorität haben müssten. Aber gut, so ist das halt. Das Ganze zeige ich euch, weil man hier ganz gut das Tor von der Jurassic... Es ist eigentlich die Jurassic Tour, ich weiß es gar nicht. Kann auch sein, dass es anders heißt. Ich nenne es einfach mal Jurassic Tour. Das kann man aber ganz gut hier sehen, das Tor. Hat halt auch so eine bisschen andere Optik, aber das haben ja alle Gebäude in diesem Jurassic Park-Style. Hier könnt ihr jetzt nochmal das Gebäude sehen und nochmal so ein bisschen die Strecke von oben. Und jetzt kann man hier auch nochmal eine Sicht auswählen, nämlich die Ansicht, was die Leute gerade so sehen. Und dann sieht man, dass um diese Ford Explorer einmal so ein Umkreis ist. Und dann gibt es nochmal so einen Kegel, der in eine bestimmte Richtung schaut, wo halt gerade die Leute hinschauen. Jeder von den zwei Jeeps hat einen eigenen Kegel, also die können halt in verschiedene Richtungen schauen. Und das ändert sich halt immer so ein bisschen, je nachdem, wo wahrscheinlich gerade die Dinosaurier stehen. Ansonsten habe ich gar nicht viel mehr Videomaterial. Aber Leute, ich habe nochmal eine Frage an euch. Also es gibt ja hier einmal diesen Ausschnitt aus dem Trailer. Da sieht man ja, dass das Ganze in diesen Jeeps ist, auch im Zweierpaar und nicht mit den Ford Explorern. Und da fahren die durch so dieses Jurassic Park riesige Tor durch. Also ich denke mal, man wird später auswählen können, ob man diese Ford Explorer haben will oder halt diese Classic Jeeps. Und bei den Toren könnte ich mir vorstellen, dass man auswählen kann, welches Tor man einbauen möchte. Vielleicht wird es ja auch noch ein paar mehrere Tore oder so geben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht wisst ihr dazu ja mehr, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gut informiert hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.